Und da sind wir wieder zurück bei Dragon Age Origins. Wir haben gerade letztes Mal mit Stan gesprochen. Ja, wir sollen hier Vorräte finden, aber irgendwie ist das Dorf noch nicht so wirklich freundlich zu uns. Deswegen würde ich mich gerne hier in der Umgebung ein bisschen umschauen und mal so ein bisschen nachgucken. Ich dachte eigentlich, wir hätten hier Quests. Haben wir wohl offenbar nicht. Ich glaube, ich habe irgendwas verpasst. Ich weiß, dass wir hier Quests kriegen. Ich weiß, das ganze Dorf hilft uns auch noch. Natürlich, jetzt weiß ich, was ich verpasst habe. Haha. Das hier. Ihr seht gleich, was ich meine, weil der Ladebalken hier durch ist. Gleich. Jeden Moment. Das ist nur ein Wirtshaus, was lädt da so So, lang? wen haben wir denn hier, Männer? Ich würde sagen, wir sind gesegnet. Oh, Loghains Männer. Das verheißt nichts Gutes. Haben wir nicht den ganzen Morgen damit verbracht, nach einer Zwergin zu fragen, die genauso aussieht? Und haben nicht alle gesagt, sie hätten niemanden gesehen, auf den die Beschreibung passt? Es scheint, als hätte man uns belogen. Meine Herren, es besteht doch sicherlich kein Grund für Streitigkeiten. Das hier sind ohne Zweifel nur ein paar weitere arme Seelen auf der Suche nach Schutz. Sie sind mehr als das. Jetzt geht uns aus dem Weg, Schwester. Wenn ihr diese Verräter beschützt, droht euch dieselbe Strafe wie ihnen. Offenbar suchen Loghains Männer nach uns. Und das Dorf hat uns gedeckt, warum auch immer. Wie kommt ihr darauf, dass wir Verräter sind? Taryn Logan behauptet, die Grauen Wächter hätten unseren König verraten. Wusstet ihr das nicht? Genug geredet. Nehmt den Wächtern Gewahrsam. Tötet die Schwester und jeden, der euch in die Quere kommt. Bitte was? Sie ist quasi eine Nonne. Bringen wir es hinter uns. Ich könnte nicht einfach hingehen und Nonnen abschlachten. So nicht, Freunde. So nicht. Ich hau jetzt hier hauptsächlich auf den Kommandanten. Oh. Okay. Er ist down, aber ja. So gut, gewonnen. Ihr habt gewonnen. Ja, wir ergeben uns. Ja, wir haben gut gewonnen. Sie haben ihre Lektion gelernt und wir alle können aufhören zu kämpfen. Die Grauen Wächter haben König Kaelin nicht verraten. Es war Loghain. Ich war da. Der Taryn hat uns aus einer Falle gerettet. Der Taryn hat den König sterben lassen. Die Wächter haben den König in seinen Tod geführt. Der Taryn konnte nichts tun. Überbringt Loghain eine Nachricht. Was sollen wir ihm sagen? Die Grauen Wächter wissen, was wirklich geschehen ist. Ich werde es ihm sagen. Auf der Stelle. Jetzt. Ich danke euch. Verzeiht meine Einmischung, aber ich konnte einfach nicht tatenlos daneben sitzen. Ich weiß zu schätzen, was ihr tun wolltet. Es freut mich, dass ihr diesen Männern anerboten habt, Gnade walten zu lassen. Gestatte, dass ich mich vorstelle? Ich bin Liliana, eine der Laienschwestern der Kirche hier in Lothering. Das heißt, ich war es. Was bedeutet das? Ich habe mich der Kirche angeschlossen, um ein Leben in friedlicher Kontemplation zu führen, bin aber keine Priesterin, nicht mal eine Anwärterin. Ich bin Nadja, erfreut euch kennenzulernen. Die Männer sagten, ihr seid ein grauer Wächter. Dann werdet ihr also die dunkle Brut bekämpfen, richtig? Das machen graue Wächter doch. Nach dem, was geschehen ist, braucht ihr sicher jede Hilfe, die ihr kriegen könnt. Deshalb komme ich mit euch. Ich brauche Hilfe, das ist wahr. Und außerdem möchte der Erbauer, dass ich mit euch gehe. Sicher. Und ich werde mich jetzt ganz langsam entfernen. Ich weiß, dass das völlig verrückt klingt. Aber es ist wahr. Ich hatte einen Traum. Eine Vision. Noch mehr Verrückte? Haben wir davon nicht schon genügend? Seht euch die Leute hier an. Sie sind verloren und verzweifelt. Die Finsternis, das Chaos, es wird sich ausbreiten. Und das will der Erbauer nicht. Was ihr tut, wozu ihr berufen seid, ist das Werk des Erbauers. Lasst mich dabei helfen. Ich fürchte, ich werde mehr brauchen als Gebete. Ich kann kämpfen. Und mehr als das. Ich war ja nicht immer eine Laienschwester. Ich habe dieses Leben bei meiner Ankunft abgelegt. Aber jetzt nehme ich es wieder auf, wenn der Erbauer es wünscht. Mit Freuden. Bitte lasst mich euch helfen. Also gut, ich weise Hilfe nicht zurück, wenn sie mir angeboten wird. Vielleicht ist euer Schädel doch schwerer beschädigt worden, als Mutter dachte. Danke. Ich weiß diese Chance wirklich zu schätzen. Ich werde euch nicht enttäuschen.
Und damit haben wir jetzt Leliana in der Gruppe. Ja, sie ist ein Schurke, auch wenn sie momentan in dem Outfit noch nicht ganz so aussieht. Ich habe sie eigentlich standardmäßig immer zur Bogenschützin gemacht. Eigentlich möchte ich mein Team später mal aus zwei Magiern, einem Schurken und einem Krieger bestehen lassen. Ich habe aber momentan diese Auswahl noch nicht, deswegen werde ich jetzt Durin aus der Gruppe schmeißen. Es tut mir leid, mein Kleiner. Du bist süß, aber du bist kein Mensch. Das klang jetzt falsch. Ich nehme Leliana mit. Und, genau. Gucken wir gleich mal. Jawohl. Armer Alistair hat ihn vorhin leider auf die Rübe bekommen. Was hat er denn? Abzug auf Klugheit. Ja, damit kann ich bei dem Krieger immer noch gut leben. Also. Und dann schauen wir doch mal. Weil Leliana, wie ich jetzt gerade gesehen habe, keine Rüstung hat. Und ich habe vorhin unsere ganzen Rüstungen verkauft. Das war unclever. Gucken wir mal. Alistair. Okay, der hat die Rüstung schon an. Das Schild kann er jetzt auch nehmen. Genau, das Schild geben wir ihm. Okay, ja. Müssen wir schauen, dass wir für Leliana vielleicht noch ein bisschen Ausrüstung kriegen. Ich dachte, die kommt zumindest mit ein bisschen Grundausrüstung. Aber es macht natürlich Sinn, dass dem nicht so ist. Okay, wir haben auch keinen Bogen für sie. Ich möchte sie eigentlich zur Bogenschützin machen. Dann kriegt sie jetzt nämlich aber einfach mal meinen Bogen. Bitteschön, junge Frau. Keine Nahkampfwaffen. So. Du darfst dich im Fernkampf probieren. Ich weiß gar nicht, ob sie nicht sogar schon Fernkampf geskillt ist. Ich hab's gleich, Freunde, ich hab's gleich. Doch, genau, sie ist sogar schon im Fernkampf geskillt. Das passt natürlich perfekt. Und sie kann ebenfalls klauen. Sie ist halt eine Schurke, ne? Klauen wir hier mal noch einen Flüchtling. Kann ich jetzt hier... Boah, ich kann jetzt Dual-Diebstahl machen. Ja. Können hier alle Flüchtlinge beklauen. Was haben wir hier bekommen? Gut, ein paar Tiefenpilze. Mhm. Alles klar. Und hier haben wir wieder eine Quest. Ich würde mal kurz mit Balin sprechen, wobei ich glaube, der will irgendwas... Ich spreche mit ihm. Wenn ihr wegen Lebensmitteln hier seid, wendet euch an den verdammten Wicht bei der Kirche. Ich verkaufe andere Waren. Ihr habt keine Lebensmittel mehr? Beinahe jede Nacht kommt und geht ein ganzer Schwung von Flüchtlingen. Sie alle haben knurrende Mägen, traurige Geschichten und Erbstücke zum Tauschen. Ich habe diesem verdammten Händler da draußen vor 2 Wochen die Hälfte meiner Vorräte verkauft. Und jetzt verlangt er unverschämte Preise für meine Lebensmittel. Tja, Angebot und Nachfrage. Seid ihr neidisch, dass ihr nicht als Erster drauf gekommen seid? Wohl kaum. Ich mag ja ein mürrischer alter Kauz sein. Aber ich werde niemanden ruinieren, der nichts weiter braucht als einen Laib Brot. Okay, zeigt mir, was ihr anzubieten habt. Genau, hast du vielleicht einen Rucksack für mich? Nein, auch kein Rucksack. Schade, schade. Oh, das ist natürlich ein schöner Dolch. Könnten wir uns sogar leisten, ne? Aha, der hat Fläschchen. Alles klar. Nehmen wir mal ein paar mit. Elfenwurzel hat er auch, dann nehme ich alle mit. Ja, und dann komm, nehmen wir einmal das Set hier für Leliana. Amulette Übereinkunft. Ja, komm, das ist nicht schlecht und wir haben das Gold jetzt gerade. Was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Und den Dolch nehme ich für uns mit. Okay, wir haben wieder ein bisschen Zeug. Oh, das wäre natürlich jetzt bald schief gegangen. Genau, wir haben hier den Eisendolch. Den legen wir mal ab. Jawoll. Sieht schon richtig gut aus hier. Und dann bekommt Leliana hier mal vernünftige Ausrüstung. Ach, Stiefel, Handschuhe hätte sie gehabt. Okay. Ach so, nein. Oh. Oh, ich bin so blöd. Ich habe die falschen Sachen gekauft. Bin hier wegen Lebensmitteln hier. Ja, 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 ja. Ich verkaufe andere Waren. Zeig mir was. Um den habe ich mich gekümmert. Genau, machen wir das. Nun, was soll ich dazu sagen? Danke. Okay, dann zeigt mir, was ihr anzubieten habt. Ich wollte ja. Genau, die wollte ich doch haben. Und die Handschuhe kommen weg. Und dann nehmen wir das hier. Genau, Lederstiefel. Bitteschön. So,
Sieht so richtig aus wie eine Bogenschützin auch. Aber du hast immer noch ein Fragezeichen über dem Kopf oder ein Ausrufezeichen. Wenn ihr wegen Lebensmitteln hier... Ja, ich verkaufe andere Waren. Wo in Lothringen kann ich gut bezahlte Arbeit finden? Auf die Anschlagtafel des Kantors bei der Kirche. Dort findet ihr gute Aufträge. Ich nehme nicht an, dass ihr euch mit Giften auskennt. Ich habe mich in derartigen Dingen schon versucht. Ich wusste, ich würde jemanden finden, wenn ich nur lange genug herumfrage. Ich würde für ein einfaches Gift gut bezahlen. Es muss irgendetwas sein, was diese Dinger langsamer macht oder ihnen etwas zum Nachdenken gibt. Habt ihr eine Ahnung, wo ich Zutaten finden könnte? Im nördlichen Wald gibt es Kräuter. Ansonsten gilt das Gleiche wie für alles andere auch. Seht euch im Dorf um. Manche Flüchtlinge haben Teile ihres Besitzes zurückgelassen, um schneller reisen zu können. Ich weiß allerdings nicht genau, was ihr benötigt. Möglicherweise habe ich auch etwas davon auf Lager. Okay, lebt wohl. Genau, wir haben jetzt hier eine Quest bekommen, die wir nicht bekommen hätten, wenn wir nicht zumindest einen Skillpunkt in Gift gehabt hätten. Ich weiß nicht, ob da die Gruppe mit reinzählt. Ich glaube ja. Das können wir aber nachher gleich schnell testen. So, erstmal nehmen wir hier noch alles mit. Alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Okay, dann reden wir noch schnell mit dem Blackstone-Verbindungsmann. So wahr ich lebe und atme. Ihr seid der graue Wächter, über den alle reden. Kann ich was für euch tun? Ich vertrete die Blackstone-Freischärler. Wir sind eine Söldnergruppe, die nach dem Krieg gegen Orlais harte Zeiten durchgemacht hat. Ihr wisst sicherlich, dass die Zeiten jeden Tag schlimmer werden. Mit eurer Hilfe könnten die Freischärler für Raelton erneut von Nutzen sein. Wie kann ich euch helfen? Unsere Anführer haben schon vermutet, dass ihr bereit wäret, uns zu helfen. Jeder unserer Posten in Ferelden hält an euch adressierte Briefe bereit. Im Gegensatz zu den meisten, die mit uns zusammenarbeiten, erhaltet ihr die Briefe direkt von unseren Anführern Raelnor und Tauran. Ich hoffe, das zeigt euch, wie sehr die Freischärler die Grauen Wächter schätzen. Ich werde sie mir ansehen. Ich danke euch. Kehrt einfach zu mir oder einem unserer Mitglieder bei den Freischärler-Posten zurück, wenn ihr eine Mission abgeschlossen habt. Wir sorgen dafür, dass ihr für eure Bemühungen entlohnt werdet. Möge der Segen des Erbauers euch den Weg weisen. Genau. Damit haben wir jetzt quasi weitere Nebenquests, die wir annehmen können. Der letzte Rest. Meine Freundin. Es gibt mehrere Personen, die sich verpflichtet haben, den Blackstone-Freischärlern in Zeiten der Not beizustehen. Diese Zeiten sind nun gekommen. Ihr findet hier 3 Einberufungsschreiben. Stellt sie den unten angegebenen Personen zu und kehrt dann zu den Freischärlern zurück, um eure Bezahlung zu erhalten. Sollte sich einer dieser Männer widersetzen, müsst ihr alles in eurer Macht Stehende tun, damit er seinen Schwur erfüllt. Daniel Garrison in Redcliffe, Peter Gritch in Lothering und Beryl Byrne in Denerim. Euer Freund Tauran. Und Pflichtversäumnis. Meine Freundin, die Freischärler benötigen die Dienste eines vertrauenswürdigen Mitarbeiters, der einige Deserteure aufspürt und sie zur Verantwortung zieht. Wenn ihr das für uns tut, werdet ihr entsprechend belohnt. Die Deserteure haben kostbare Vorräte entwendet, die für die Zukunft der Freischärler als kämpfende Organisation von äußerster Wichtigkeit sind. Verfahrt mit diesem wertlosen Gesindel nach eurem eigenen Ermessen und bringt als Beweis für euren Erfolg die gestohlenen Vorräte mit zurück. Es werden weder Fragen nach euren Methoden noch nach dem Schicksal der Deserteure gestellt werden. Wir vertrauen auf eure Umsicht in dieser Sache. Ihr findet die Deserteure vermutlich an folgenden Orten: Samael am Kalenhardsee, Laysen in Denerim und Tornas im Frostgipfelgebirge. Euer Freund Tauran. Ja, wieder 2 Nebenquests. Ihr merkt wahrscheinlich schon, es hagelt hier nur so Quests. Können wir den beklauen? Oh. Wie ihr meint. Ah, wir können, aber es ist gescheitert. Okay. Gut, dann gehen wir wieder raus. Und wenn wir jetzt gerade schon zurück im Dorf sind, nehmen wir noch ein paar Quests an, die wir jetzt hier freigeschaltet haben sollten. Und sprechen nochmal mit der ehrfürchtigen Mutter oder ehrwürdigen Mutter über den Kunare, über Stan, der da draußen im Käfig eingeschlossen ist. Eine Hexe aus der Corkery-Wildnis. Ihr zwei. Es heißt auch, wer sich die Füße im Winter wäscht, bekommt eine Erkältung. Obgleich wir alle wissen, dass dem nicht so ist. Aber manchmal stimmt es auch. Wie etwa in diesem Fall. Kennt ihr die Geschichten über... Natürlich. Denkt ihr, meine Mutter lässt mich gehen, ohne mir sämtliche Schwänke ihrer Jugend zu erzählen? Meine Mutter hat mir auch Geschichten erzählt.
Sie hat als einzige meine Vorliebe für alte Sagen und Legenden gefördert. Oh. Die Geschichten meiner Mutter ließen mir das Blut stocken und bereiteten mir Albträume. Kein kleines Mädchen will hören, wie ihre Mutter Wilde mit ins Bett nahm, sie benutzte, bis sie nicht mehr konnten und sie dann tötete. Und kein kleines Mädchen will hören, dass das auch von ihr verlangt wird, sobald sie im richtigen Alter ist. Ich verstehe. Okay. Nein, tut ihr nicht. Morrigan. Wirklich nicht. Wenn du drüber reden willst, ich bin für dich da. Meistens. Okay. Ja, wie gesagt, der Banter. Ich werde die einfach reden lassen, werde versuchen, da nicht drüber zu quatschen. Ich werde natürlich auch nicht immer stehen bleiben, aber wenn ich weiß, es wird abgebrochen, sobald wir in den Ladescreen kommen oder eine Cutscene laufen, dann warte ich kurz davor und lasse das noch zu Ende abspielen, weil ich finde die Unterhaltung zwischen den Gruppenmitgliedern ganz witzig, eigentlich. Und man erfährt auch einiges über die Charaktere und deswegen möchte ich das da gern abspielen lassen. So, das kommt mal kurz hier rüber, das stört mich schon die ganze Zeit. Guten Tag, Schwester Leliana. Ich bin überrascht, dass ihr noch in Lothering seid. Ich freue mich auch, euch zu sehen, Hochwürden. Gibt es irgendetwas, das ich für euch tun kann? Ich wollte mit euch über Stan, den eingesperrten Kunari, sprechen. Es wäre möglicherweise gütiger gewesen, ihn hinzurichten, aber ich lege sein Schicksal in die Hände des Erbauers. Warum interessiert ihr euch für ihn? Ich will, dass er freigelassen wird. Ich hätte Verwendung für ihn. Dann könnten seine nächsten Opfer euch und mich zu ihren Mördern zählen. Ich hatte mir überlegt, dass ihr ihn vielleicht freilassen und unter meine Aufsicht stellen könntet. Und was haltet ihr davon, Leliana? Ihr kennt eure Gefährtin besser als ich. Ja, seit 3 Minuten. Es sind ungewöhnliche Zeiten, Hochwürden. Bei uns könnte der Kunari etwas Gutes tun. Dessen bin ich mir sogar sicher. Wäre die Lage nicht so verzweifelt. Gut, ich vertraue euch. Hier sind die Schlüssel zu seinem Käfig. Der Erbauer wache über euch. Danke, Hochwürden. Wir werden euer Vertrauen nicht enttäuschen. Jawohl. Wir können jetzt Stan freilassen. Und das werden wir auch tun. Ich werde mich da mit fliegenden Schritten hinbegeben. Falls ihr übrigens gewundert habt, was das für Eiseffekte auf den Waffen sind. Wie ihr meint. Was? Das ist die Magie von Morrigan. Die, wie wir auch schon im Tutorial oder in der Schlacht um Ostagar hatten, mit diesen Feuereffekten, hatten wir das jetzt auch schon mit Morrigan. Die kann halt nur Eis, weil sie nicht ganz so nützlich ist. Nein, Quatsch, ich mach nur Spaß. Ja, wieso kann ich jetzt, genau, die Kamera nicht mehr richtig drehen? So. Warum sagt ihr immer wieder, dass ich dumm sei? Das stimmt doch gar nicht, oder? Na, wenn ihr das schon jemand fragen müsst. Es verletzt nämlich meine männlichen Gefühle, wisst ihr? Also das eine, das ich habe. Dann werde ich mich schriftlich bei euch entschuldigen, sobald das alles hier vorüber ist. Ich wurde von der Kirche erzogen und habe Geschichte studiert. Es gibt keine dummen Templer. Dann muss ich mich geirrt haben. Ich bin tief beeindruckt. Ja. Seid ihr nicht. Ihr hört mir nicht mal zu. Ihr seid ja doch klüger, als ihr ausseht. Eure Kirche ist sicher sehr stolz auf euch. Die beiden. Ja, ne? Ganz besondere Beziehung. Es ist also geschehen. Hallo. Ich werde euch in die Schlacht folgen. Auf diese Weise werde ich Buße tun. Danke, Stan. Ich freue mich darauf, euch bei uns zu haben. Können wir gehen? Ich möchte diesen Ort verlassen. Genau, wir haben jetzt damit Stan. Ich werde nur kurz mal in die Party nehmen, statt Leliana. Bei allen. Ja. Um euch ihn ein bisschen zu zeigen und ihn kurz auszurüsten. So, das hier ist Stan. Der Kunari. Ein Krieger, Zweihandkrieger, wie soll es anders sein? Ich glaube nicht, dass es irgendjemand anders erwartet hat. Der kriegt von mir hier erstmal die Lederstiefel. Einfach mal, dass er ein bisschen was hat, dass er nicht ganz nackig rumsteht. Oder die Kirchenrobe. Das sieht natürlich super schick aus. Nein. Machen wir schon so. Machen wir schon ernst. Ja, ich habe leider keine zweihändige Waffe, weil das wäre nämlich eigentlich sein Ding. Er ist auf zweihändige Waffen spezialisiert. Oh, das habe ich mir auch gekauft und ist doch gar nicht angelegt. Du. Das kriegt dann... Nein, nicht Stan. Das kriegt dann, wenn wir sie wieder haben. Gruppe wechseln. Stan raus. In der Tat. Leliana rein. Kriegt dann Leliana
Kreis des Suchers. Ach, die hat auch schon was. Ja, es ist jetzt verwirrt. Okay, dann heben wir es halt auf. Hab ich jetzt gerade? Nein, egal. Ja, dann heben wir es halt auf. Stan ist ein Zweihandkrieger, das heißt, der kämpft mit großen Äxten oder mit doppelhändigen Schwerten oder sowas. So, jetzt haben wir hier erstmal alles erledigt, warum auch immer wir hier diese Quests nicht annehmen können. Das verwundert mich gerade wirklich enorm. Wir können hier nicht noch mehr Ärger brauchen. Also tut, was ihr tun müsst und geht dann. Sind die sauer auf mich, weil ich dem Händler quasi nicht gezwungen habe, die Sachen zu verschenken? Ich habe ja eigentlich diesen Kompromiss gefunden, dass er nicht ganz so hohe Preise verlangt und offenbar reicht es ihnen nicht, weil ich weiß, man hätte sonst von den beiden noch jeweils eine kurze Quest bekommen. Wie mit dem Typen, der das Gift haben will. Eine wollte von einem Fallen und die andere wollte Heil-Items. Aber gut. Offenbar nicht. Wenn ich will, der hat schon. Ja, ne? Und dann nehmen wir hier wohl das Zeug mit. Dann haben wir die Räuber. Okay. Und der gute Herr Schiller war auch da. Wir haben die Räuber. Ahahaha. Aber die sollten eigentlich schnell Geschichte sein. Hier wird jemand verkrüppelt. Warum ist mein Doppelschlag schon wieder nicht an? Alistair, du kriegst schon wieder ganz gehörig aufs Maul, mein Guter. Heil dich. Ja. Okay, Liliana. Wir haben da Fernkämpfer und du bist auch ein Fernkämpfer, ne? Wie wär's? Ja, ja, ja. Renn du nur weg, wir hauen dir trotzdem aufs Maul. Ich muss ja, glaube ich, mal gleich die Skills von den ganzen Leuten ein bisschen sortieren. Damit ich dann auch den Überblick habe, wer was, wo, wann kann. So. Genau. Alistair, nicht kurz die Augen zumachen. Was soll denn das? Stöhnt hier rum, er macht mal kurz die Augen zu. Also bitte. Bist du ein Mann oder eine Maus? Lass die Augen auf. Ja, das war jetzt eine der Banditengruppen. Da hinten ist die zweite, der Räubergruppen. Ich gucke jetzt mal ganz kurz, sortiere mal schnell nebenbei so ein bisschen. Das ist auch eine anhaltende Fähigkeit. So, okay. Und dann haben wir hier... Einfach mal so ein bisschen sortieren. Schadenszauber, das hier ist ein Eiszauber. Ein Blitz, Fluch der Verwundbarkeit, Schrecken, quasi ein 4, also die Gegner laufen weg. Geistschlag, ist auch noch ein Angriffszauber. Und Lebenskraftentzug. Genau, so. Und bei Liliana haben wir das gleiche, was wir bei uns auch haben. Die beiden hier, die haben wir auch. Das hier sind anhaltende Sachen. Schneller Schuss, festhaltender Schuss, verkrüppelnder Schuss. So, genau. Und bevor wir jetzt aber hier an der Stelle weitermachen, möchte ich noch schnell mit Liliana reden. Wir haben sie noch gar nicht so richtig kennengelernt und es dann für die Folge auch dabei belassen. Aber erst noch das Gespräch mit Liliana. Ja? Ich möchte mit euch reden. Nun, ich bin hier. Wie war das Leben im Kloster der Kirche? Ruhig. Wirklich sehr geeignet zur Kontemplation. Im Kloster, abseits der Hektik und Unruhe der Stadt, habe ich Frieden gefunden. Und in dieser Stille konnte ich den Erbauer hören. Aber es war nicht perfekt. Einige meiner Kirchengeschwister waren ziemlich herablassend. Aber vermutlich sind religiöse Menschen einfach so. Ja, sie neigen zur Selbstherrlichkeit. Als ich über meine Überzeugung sprach, dass der Erbauer selbst in der Schönheit der Welt zutage tritt, erntete ich von ihnen nur Verachtung. Sie wollen glauben, dass er fort ist. Denn wenn sein Blick dann auf sie fällt, können sie sich mit Fug und Recht als Auserwählte bezeichnen. Er kann ja schließlich nicht alle lieben. Kranke und Schwache, Bettler und Narren. Eure Ideen liegen mir mehr als die der Kirche. Danke. Vielleicht irre ich mich, aber der Erbauer entscheidet, ob ich seiner würdig bin, nicht die Menschen.
nicht die Kirche. Aber auf uns wartet Arbeit und ich habe erst mal genug geredet. Genau, wir lernen sie hier ein bisschen kennen. Gefährliche Wildtiere! Was? Gefährliche Wildtiere? Geht's euch allen gut, ja? Okay, ich gehe wieder auf Alistair, damit der Erste ist, der da angecharged wird. Weil die haben jetzt zweimal Mabari. Und Mabari sind gemein. Erstmal aufs Maul da. Wir brauchen dringend einen Heilmagier. Ich sehe schon, der Alistair kriegt hier ganz gewaltig aufs Maul. Ja, die Mabari sind halt... Warum können er sich jetzt nicht heilen? Was ist hier los? Okay, er kann sich nicht heilen. Gut, auch in Ordnung. Jetzt geht's wieder. Ach, da hinten. Oh, Morrigan sagt doch was. Nee, wobei. Ganz ehrlich, hier, Fernkämpfer. Hier. Ja, nein, ich gebe jetzt zu, ist meine Schuld, weil. Ich bin hier der, der die Charaktere steuert. Und das Spiel ist quasi darauf auch ausgelegt, alle Charaktere zu steuern, allen Befehle zu erteilen. Nein! Ist nicht. Und ihr Lieben. Nein, du nimmst den da. Bitte einmal brutzeln. Warum greift ihr eigentlich immer den an? Egal. Jawoll. So. Da geht er down. Da haben wir sie. Und leider haben die aber nicht so viel Loot dabei. Genau, Quest aktualisiert. Wir haben jetzt zwei von den drei Räubertruppen, die wir machen müssen. Hier ist ein sehenswerter Baum. Gerade schon einen Moment, ich möchte euch was zeigen. Blut und Verdammnis. Und zwar haben wir hier nämlich die Option der Mabari-Dominanz. Klingt ein bisschen blöd, aber ihr werdet es gleich verstehen. Genau. So, Doggy. Doggy pinkelt an den Baum. Und kriegt jetzt hier... Rangordnung bei den Mabari. Der Mabari beansprucht dieses Gebiet für sich und verteidigt es mit erhöhter Aggressivität und Hartnäckigkeit. Der kriegt jetzt hier einen Buff und das können wir in vielen Gebieten machen. Aber ich nehme trotzdem lieber Liliana mit. So. Und da hinten haben wir die letzte Truppe. Was ist jetzt? Was ist jetzt? Alistair, nicht so viel Begeisterung, bitte. Kommt mal ran hier. Nicht alle. Wird erledigt. Verhöhnen. Dann den und den Schildschlag bitte. Auf den Hauptmann. Hau den Mantel. So, und dann darfst du dich nämlich auch schon wieder heilen, mein Lieber. Yes, das ist der gute Tank. Wir brauchen dringend einen Heiler. Das ist leider, leider, leider eine der letzten Charaktere, die wir hier bekommen. Der Heiler. Ich glaube, das geht wieder dampf. Ich will nicht so viele. Ah. Ich will nicht immer so viele Heil-Items verschwenden. Ich versuche, gnädig zu sein. Genau, Mabari tot. Alistair, steh wieder auf, komm. Stell dich nicht so an. Wie ihr meint. Genau, der Hauptmann hier. Alistair. Ach, da lebt noch einer. Ihr seid Fernkampf, ihr dürft übrigens auch auf entfernte Gegner schießen. Just saying, ne? So. Komm, steh auf. Quest aktualisiert. Und da haben wir eine Truhe mit einem Dolch. Ja, gut, der ist jetzt nicht so der Knaller. Der Junge liegt da hinten immer noch rum und macht Pause. Ich glaub das ja nicht. Auf die Füße jetzt! Menschenskinder. So, wir haben ein bisschen Zeugs gefunden. Ich packe ihn jetzt mal in volle Platte hier, weil der kippt mir einfach zu schnell um. Und das hier ist ein leichter Helm. Den nehme ich an mich. Dankeschön. Ja, das bin gar nicht ich. Ha! Ha! So. Genau. Damit haben wir das.
Und Alistair hält es vielleicht ein bisschen mehr aus. Er hat jetzt auch einen relativ hohen Erschöpfungsabzug. Je mehr schwere Rüstung oder je schwerer die Rüstung, desto höher ist der Abzug, den man auf Stamina oder sowas bekommt. Aber ich denke, damit kann ich leben. Ich zeige es euch gerade mal kurz. Der hat jetzt hier... Jetzt habe ich gerade fast die Zeit vergessen. Zum Glück habe ich nochmal schnell drauf geguckt. Wir haben hier 12,4% der Schöpfung. Und Nadja zum Beispiel hat nur 3,6. Sie trägt halt leichte Rüstung und er trägt schwere. Aber an der Stelle würde ich die Folge dann gerne beenden. Wir sind schon bei einer halben Stunde. Das ist eigentlich das Maximum, was ich an Zeit haben möchte. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir hier die Umgebung weiter erkunden und Vorräte sammeln. Ciao, ciao!